Herzlich willkommen beim Niederländischen Hochschultag 2024. Thema heute, wie finde ich den richtigen Studiengang? Das ist eine zentrale Frage für jeden von euch und ist nicht einfach. Ich fange da immer ganz gerne an mit einer Geschichte, die sich, wie ihr das alle vielleicht kennt, man trefft sich auch immer mit den Verwandten am Kaffeetisch und so weiter. Und da hat der Hans-Dieter Hüsch, der ist 1925 geboren, 2005 leider schon verstorben mit 80 Jahren. Der hat eine Story geschrieben und eine Geschichte geschrieben, große Visite, Sonntagnachmittags. Große Visite nannte man immer, wenn alle Verwandten zusammenkamen. Gibt es heute nicht mehr so, aber dennoch, natürlich gibt es diese Treffen der Verwandten, wo immer gefragt waren. Auf jeden Fall meldet sich da auf einmal der Vater. Der geschockte Vater wendet sich Hilfe suchen an den Onkel. Heinz will Boxer werden. Weil es ihm Spaß macht, sagt er. Darauf der Onkel, ja, weiß denn das? Was heißt denn das? Was soll denn das? Weil es ihm Spaß macht? Wenn wir alle machen würden, was uns Spaß macht. Schließlich kann man im Leben auch nicht mal alles kriegen. Schließlich ist man letztendlich froh, wenn man irgendwie klarkommt. Und dann meldet sich auch die sonst so großzügige Tante, die einem ab und zu was zusteckt. Und die meint jetzt ein, Heinz, sei ehrlich, Boxer. Heinz, du machst Spaß. Aber nein, Heinz will Boxer werden. Der Vater klagt nochmal mit verzweifelten Untertonen. Hat denn die Familie gar nichts mehr zu melden? Hört denn niemand mehr auf uns, Heinz? Da steht Heinz auf und sagt, also gut, dann werde ich Clown im Zirkus. Stille. Kurze Überraschungspause. Und jetzt reden sie natürlich wieder alle auf Heinz ein. Ja. Was sind denn das für Hirngespinste? Unreif, pubertär, werd doch erstmal groß, Ernst des Lebens. Die Tante, die großzügig empfiehlt ihn, geh mal zum Berufsberater. Und er wird dir dann schon erzählen, dass dir zum Clown ganz gewiss alle Qualitäten fehlen. Dass du sicher mal vielleicht im Ansatz Fähigkeiten hättest, die ein Bankkaufmann braucht. Wäre denn nicht Bankkaufmann was für dich? Da protestiert Heinz wieder mit entschieden. Na gut, nein, dann werde ich lieber Boxer. Schlusspointe der kleinen Szene. Und das ist das Ergebnis. Und das ist auch das Ergebnis vieler dieser Diskussionen. Doch zu sagen wäre nur, Heinz ist heute weder Zirkusclown noch Boxer, sondern meines Wissens Innenarchitekt. Glücklich, weil es ihm Spaß macht, was er macht. Und das kam so, weil er selber nachgedacht. So, denkt selber nach, informiert euch selber und folgt eurem Herzen. Ist gar nicht so einfach. Dennoch, wenn man so ein bisschen unschlüssig ist, bei manchen ist das ganz klar. Die haben schon irgendwie ihren Traum ganz früh. Aber es gibt auch ganz viele, fast die Hälfte, die sogar im Abiturstadium noch gar nicht genau wissen, was sie ist. So. Und da sollten wir einfach mal drei Schritte nehmen, die zur Entscheidung führen. Einmal die eigenen Wertvorstellungen und die eigenen Ziele. Die soll man sich bewusst machen und gewichten. Wichtig ist, dann, wenn man so sich die eigenen Ziele, vielleicht sogar mit einer Matrix, dass man aufschreibt, was man gerne macht und so weiter, großes Blatt Papier, wo man alles Stichwörter aufschreibt, holt euch Informationen ein und verarbeitet die mal so. Und dann macht mal, das könnte ich machen, das könnte ich machen und vergleicht das mal und beurteilt. Und dann trefft erstmal eine vorläufige Entscheidung, geht den Weg und dann trefft vielleicht die endgültige Entscheidung. Das ist vielleicht das, was ich empfehlen würde. So. Nach dem Abitur könnt ihr natürlich vieles machen. Es gibt einmal ein duales Studium, da müsst ihr aber sehr frühzeitig dabei sein und euch sehr früh an. Es gibt ein Studium an Fachhochschulen, es gibt ein Universitätsstudium oder man kann auch zum Beispiel einfach eine Lehre machen. Das geht auch, eine berufliche Ausbildung habe ich jetzt hier nicht dabei. So, dann werde ich immer gefragt, das meistgesehene Video ist das hier, was ihr seht. Unterschied Fachhochschulen, Universität. Das kommt so drauf an, was euch liegt. Die Fachhochschulen sind mehr praxisorientiert, die Universitäten mehr theorielastig, mehr wissenschaftlich, wobei das manche Fachhochschulen natürlich beschreiten. Sie sagen, die wollen halt ganz gerne auch so wie eine Uni sein, aber sie sollten schon anders sein. Sie sollten mehr praxisorientierter sein, so mehr berufsbezogener. Das würde ich als wesentlichen Unterschied sehen. Schaut euch diesen Film an auf unserem YouTube-Kanal Studienberatung. Der ist ganz gut. Wird auch viel drunter diskutiert. So. Dann gibt es einen Film, den wir gemacht haben, auch natürlich zu duales Studium. Den könnt ihr euch auch mal angucken. Ja, und ich habe das nochmal
Was passiert denn dann, wenn ihr fertig seid? Ihr habt 3 bis 4 Jahre Bachelorstudium. Das geht ja ganz schnell an den Fachschulen nach 3 Jahren. Und dann seid ihr im Beruf drin und dann bleibt ihr entweder euer ganzes Leben im Beruf. Wenn ihr zufrieden und glücklich seid, warum nicht? So. Aber heutzutage gilt eh lebenslanges Lernen. Von daher ist es schon so, dass viele nach dem Beruf 2 Jahre dann zurückkehren ins Masterstudium und dann ihren Beruf haben. Bei vielen ist es aber auch so, dass es gar nicht ohne ein 5-jähriges Studium Bachelor-Master geht. Da kommt man gar nicht in den Beruf rein. Das ist auch bei vielen Berufen so. Und ist es ist also im Grunde genommen, es gibt auch die Möglichkeit, neben dem Beruf in Teilzeit das Masterstudium zu machen. Das ist die letzte Möglichkeit so. So, das ist so, dass die beste Mannschaftsstruktur in Europa, könnt ihr hier nochmal sehen, wie die ist. Und ja, es ist sehr gut, dass das überall gleich ist und dass es da Credits gibt. 60 Credits muss man pro Jahr machen und dass das dann auch überall vergleichbar ist. Wenn man nach 3 Jahren zum Beispiel mal ins Ausland will, einen Master machen oder dann überhaupt ins Ausland will, später ja nochmal irgendwie was draufsetzen will auf das Studium, dann ist es ganz gut, wenn man so einen Studiengang hat, der genau gegliedert ist und europaweit gleich ist. Das ist ein großer Vorteil dieser Bachelor-Master-Struktur. So, hier sieht ihr dann einen Film über die Bewerbung um Studienplatz, auch relativ einfach. Und hier ein paar Tipps. Also wichtig ist, wir haben also wöchentlich irgendwelche Updates zu YouTube-Kanal Studienberater. Findet auch mehrere Videos dazu, wie treffe ich die richtige Entscheidung. Studienwahltest, Bewerbung, Studium, Auswahlgrenzen, Finanzierung, Studium, der Berufsberater und so weiter und so weiter. Dies ist der Niederländische Hochschultag und ich hoffe, ihr guckt noch einige Videos weiter.